Ja, der schönste Moment am Hobby ist, wenn ein Stückchen oder eine Figur fertig ist und sie ist so gelungen, wie ich mir sie vorgestellt habe. Und ich kann sie dann in die Krippe reinstellen und es ist dann was Neues drin. Wenn man hier in Blößberg geboren ist, dann kommt man irgendwo mit diesem Brauchtum in Berührung. Und dann gibt es ungeheuer viele Geschichten. Da schreibt der Soldat, der in der Gefangenschaft ist, zurück: Liebes Weib, uns geht es elend und es geht euch sicher auch nicht gut, aber verkauft ihr meine Krippe nicht. Das ist wie 10 Weihnachten auf einmal, wenn man das alles zusammengefügt sieht und wie sich das harmoniert und ja, die Leute auch begeistert sein. Das ist eine Freude, man kann es mit Worten nicht beschreiben. Ja.